Hab einen. Oh, ich liebe die Crow mit Flechette. Zwei down. Und damit ein Hello there und herzlich willkommen zu diesem Video. Mittwoch ist ja Update 1.16 und das neue Event live gegangen und neben den zwei neuen Gewehren, der Mako und der Marathon, haben auch zwei andere Waffen neue Munitionstypen erhalten. Die Rival hat jetzt Dragon Breath und die Crown King Flechette. Und um die Crown King soll es heute auch gehen. Ihr müsst wissen, ich bin eigentlich gar kein Fan von der Crown oder eher gesagt von der Clown and Cringe, wie wir sie gerne nennen. Die Waffe enttäuscht mich eigentlich fast immer, wenn ich sie benutze. Wovon ich allerdings ein sehr großer Fan bin, ist Flechette. Flechette-Munition. Und was soll ich sagen? Eine halbautomatische Shotgun mit langem Lauf und Flechette klingt dann doch wieder sehr verlockend. Ja, übrigens, jetzt einfach nur Hive-Skill braucht man jetzt auch 6 Stück. Die haben alles erhöht. Die haben vor einer Weile alles runtergesetzt, ist wieder alles oben. Ja, gut. Wo ist Finanzierung wirklich gerade? Ah, praktisch. Hier oben ist ein Hive, aber ich. Oh, es ist rot, es ist rot. Oh, Mosel. Ich hab nichts für die Hive drum, leider. Ich muss die jetzt so abschießen. Ah, sorry. Kein Stress. Einer ist für mir. Einer ist down. Das ist immer noch rot. Da ist noch nicht der, der zuerst auf mich geschossen hat. Oh, da unten. Richtung 135. Und einer ist bei den Toiletten, glaube ich. Nee, nicht mehr. Sit. Oh, ich hab nichts zum Werfen, das ist traurig. Einer ist direkt dahinter. Da! Dude, ich bin runtergefallen, hab mich geheadshottet. Das war nicht mal mein Plan, runterzufallen. Einer down. Noch. Das sind noch zwei andere. Wo sind Sniper-Spitze von 100 Metern? Das ist ein anderes Team. Ja, aber ja. Necro sollte drin sein, ja. Wie solltest du vom Keller aus resen können, wenn du da hinkommst? Mhm. Ich bin auch runtergefallen. Das heißt, ich sollte nicht instant sterben. Oh, vielleicht kannst du sogar so aufheben? Ich hole mir direkt meinen Balken wieder. Ah, vielleicht lieber nicht, oder? Na gut. Also einer zieht, glaube ich, auf meine Leiche drauf. Dann. Oh Gott, fucking Resilience. Ich hab damit gerade nicht gerechnet, dass es so schnell geht. Hm. Ich hatte gar keine Zeit, mich vorzubereiten. Einer down wieder. Ich weiß nicht, ob einer in der Mine ist. Das ist weiß. Ah, achso. Ich glaub, das ist eigentlich ein Fantastik. Sind nur noch die da, die so arschweit wechseln, ja. Ja, ich, eine Ward Waffe wäre ganz geil. Okay, ich hab schon mal eine Schaufel, I guess. Ich hab einen gerade hinten im Baum gesehen. Ich hab ne Headshot, damit mit der schon gut gehen, I guess. Oh, ich denk schon. Oh, ah, Lukas, du hast aber Feuermoni, mit dir wird's viel schneller gehen. Mit der Packs wird's übel schnell gehen. Das sind zwei Schüsse pro Ding. Okay, komm. Ja. Ein Hit. Da hinten. Nice. Das kauft uns ein bisschen Zeit. Mann, könnte er nicht den Follow-Up-Hit für den Kill machen? Alles klar, Marco, danke dir. Da ist noch mal einer. Oh Gott, was? Sehr close. Durch die Wand. Gab's noch irgendjemanden, den man looten konnte? Hab einen. Nice.
Oh, ich liebe die Crow mit Flechette. Zwei down. Lootet. Ich glaube, es ist tatsächlich noch ein Team da. Ja, ich glaube schon. Oder rennt der gerade weg? Er rennt weg. Soll ich gleich banishen? Ja, bitte. Ja. Okay. Ich glaube beim Haus. Ja, bei mir ist rot. Okay, ja, geh mal zurück. Hast du was zum Anzünden, Leon? Nee, leider nicht. Okay. Du kannst den einen da hinten aber looten, wenn du. Achso, du brauchst ja nicht mehr, ne? War für den Balken wahrscheinlich. Also bitte, ich würde gerne Schritte hören. Hier ist echt nochmal ein neues Team. Mhm. Ich werde von zwei Leuten gleichzeitig Ah, nee, der hat aufgehoben, ich trottel. Mit what? Ich kann ihn nicht aufstehen hören. Hä, ich dachte, es wären alle down von dem Team. Er hat den Sheriff Harden aufgehoben. Yikes. Oh, warte, ich hab was zum Brennen. Ich geh schon hin. Ich muss schon den einen anzünden. Ah, oh, natürlich. Oh, er hat mich gesehen. Okay. Ah, war einer von denen, der gestorben ist, wohl vom neuen Team. Oh, sie haben den anderen gefunden. Oh shit. Oh, sehr gut. Echo? Oh, Jax. Das ist die Mosenspitze wieder. Als ob die Hive auf dir ist. Hä? Ja, wow. What the fuck? Klingt das falsch. Mann! Als ob dieses. Oh Mann, diese Hive war ja so scheiße da jetzt. Uff. Das hat den Necro komplett useless gemacht. Oh Mann, wie traurig, Alter. Wer ist denn. Aber ich verstehe das nicht. Wer ist denn da noch gestorben, dass die da resen konnten? Also halt, da sind ja drei Leute gestorben. Wer von dem anderen Team war da? Yeah. I don't know. Schade. Aber Crown King und Flechette. Oh boy, I like that. Das mag ich sehr. Das mag ich wirklich sehr. 7 Kills. Oh Mann. So, warte mal, jetzt mal schauen. Santa, don't you do any. You don't the Santa. You don't the Santa da. Team 1, 3 Minuten. Und die anderen beiden waren danach. Einer von Team 1 war er einfach. Wie random. Auch wenn es nicht für den Win gereicht hat, hat mich die Flechette Crown in dieser Runde schon sehr überzeugt. Das war auch relativ früh im Stream, ich war an dem Tag über 10 Stunden live, twitch.tv/mapdo, schaut doch gerne mal vorbei. Und wir hatten zwischen dieser und der nächsten Runde einige nicht so erfolgreiche Runden, weshalb ich die folgende Runde wirklich sehr gut gebrauchen konnte. Vielleicht einen Clou. Das ist ein Four-Shot-Boom? Nice. Sehr geil. Ja. Ha, hier muss noch mal einer.
Idiot, Alter. Geil. Das ist... Das schmeckt. Das ist dick. Wieder. Bro, wie hast du... Wie hat er uns nicht bemerkt? Ich weiß nicht, ob er alleine ist. Halt mal weiter im Blick, ich geh näher ran. Hoffe mal, ich krieg jetzt keinen Headshot. Classic. War übrigens Moos in Spitze. Ja, das war ein Clip, Marco. Und wir sind immer noch am Grinden. Nö, bitte nicht. Du kannst schon zu mir hinkommen, ne? Mich resen, so ist nicht. Also wenn du es dahin schaffst. Oh, schade, sah gut aus. Nee, auf Brücke, auf der Brücke! Der Brücke? Ja. Meine Füße anzeigen. Oder nicht? Der war da eigentlich. Ja. Auf der Brücke war der. Schön. Okay, jetzt kannst du lösen. Sorry, ich... Aber mein Gesicht, der ist auf der Brücke. Oh oh. Ich wollte es dauernd listen. Es kam nicht mehr bis zu mir geflogen. Ist das traurig? Ich hab geklickt. Gott. Danke. Ja, er hat aber auch reingeschissen. Du, eine lebt noch, oder? Oder waren das alle? Es waren alle. Echt? Drei. Okay. Im 3? Wo ist der dritte gestorben? Oben. Hier, ach ja, die Fälle ist. Ja, ja, die Fälle ist. Sorry, die Fälle ist. Uff. Oh boy. Und es ist nicht vorbei. Da drüben. Nice. Einer down. Einer brennt. Ein ganz anderer. Im Tower. Geh den Tower hoch. Hit. Ja, jetzt muss ich hier hin. Mann. Gut, dann. Nice. Der eine rechts noch. Ich muss ganz dringend hier hin. Also für dich auch. Ja. Wusst es? Okay. Hast du ihn? Ja, aber da liegt noch einer. Hit! Ist down! Let's go! Oh, nice. Oh, das waren schöne Schüsse. Das waren schöne Schüsse. Uff. Big. Das war nice, das war nice. Die Bosse sind natürlich direkt nebeneinander, aber naja. Was machen die? Oh, und die gehen zum... Achso, die gehen gerade zu... Seven Sisters runter, klar, weil da auch der Extra ist. Yikes, kannst du dann nochmal das Medkit benutzen? Ja. Das Medkit war wichtig, weil sonst hätte ich den ersten Schuss nicht überlebt von dem. Gut, dass der One-Shot war, das war nice. Oh, das freut mich gerade. Das macht die Stimmung gerade auf jeden Fall besser. Du musst wissen, Markus lief bis eben nicht so gut. Ja, sorry. Sorry vorhin fürs Reinlabern, das war blöd von mir. Ich war mir aber so sicher, dass du auf der Brücke eigentlich bist. Ich habe auch irgendwas auf der Brücke gesehen, eigentlich, dachte ich. Ich habe irgendwelche Hallos gehabt. Hast du ihn hier oben schon geholt? Nee. Ich muss die andere noch looten. Ja, same. Oh. Also wie du mich da raisen durftest und wir das beide überlebt haben, verstehe ich nicht. Ja. Also vor allem, als er dann schon das zweite Mal gepiekt hat. Ja, das war... Das war einfach nur noch... Da hat er auf jeden Fall Provokation. Krass... Der hat auf jeden Fall krass geworfen, der Mann. Oder die Frau. Wo hast denn die Fälle... okay. Schon erstes Resümee zum Event.
Ich glaube, es ist noch zu früh zu sagen. Aber es gefällt mir. Auf jeden Fall. So viel kann ich schon mal sagen. I like it. Ich bin zufrieden. So, wir müssen jetzt echt schnell darunter. Also was ich... Ich mag sehr, sehr, sehr das neue Prinzip mit den Pledgemarks, mit dem, dass man hier diese Dinger so finden kann, dafür die Pledgemarks ausgibt. Und ich mache hier die Boombox auf, falls da noch ein Explosive ist. Ich nehme nämlich nur zwei raus. Der kleine Big Dynamite Bundle, sehr schön. Hier, die Dinger finde ich geil. Also ich. Ich bin overall sehr happy. Aber. Ist noch zu früh zu sagen. Ich hoffe mal sehr, dass hier keiner oben ist und auf mich wartet. Ist da Konstantina? Ich weiß nicht, ob das jetzt direkt am Eingang ist, aber ich glaube, das ist Konstantina direkt am Eingang. Ich rufe aber direkt zum, im Nordwesten, weil ich habe keinen Bock, dass sie einfach abhauen. Ja. Echt Schiss, dass ich einfach in einen reinlaufe. Danke dir, Marco. Danke dir fürs dabei sein. Und wahrscheinlich jetzt gute Nacht. Darfst du dir nicht hoch? Wo hat der geschossen gerade? Das ist halt der Bossraum mit den ganzen Cracks. Ah, das sind die kleinen Löcher. Ich hab einen Kopf. Ich habe eine hier in der Nähe. Ich weiß nicht, ob da oben oder unten ist. Oh, Traps. Dann hat einer entschärft. Will irgendwo rauskommen. Ich glaube, einer ist da unten. Oh, he dead. Nice. Es ist nur einer. Es ist... Ah ne, hinter uns! Treppe! Hit it. Sehr schön. Boah, ich hab mich einfach nicht gesehen in der Dark Side. Wie gruselig. Wirft was? Uns. Wirft was? Kannst du den looten? Ich will den anzünden. Ist auf Necro auf. Wirft wieder was. Bleib geduckt. Er blutet. Aus Spitze? Nee, normal. Ich lock ihn raus. Ah, es sind raus.
glaube, er hat noch eine Dolch, oder? Du hast schon den Looten, ich würde den auch anzünden. Hier. Okay, ich habe eine Hellfire, Vorsicht. Er ist weiter hinten wieder. Werf was? Da unten. Oh. Ich liebe Crown King mit Flechette. Wenn ich dich gerade durch irgendwie Holz durchschießen möchte, wo ich die Gegner sehe, aber das war kein deutscher Satz. Oh, ich bin froh, dass sie endlich mal eine gute Runde hatten. Ja. Ich hab das so gebraucht. Für die Psyche. Ganze Lobby weggewischt. Oh ja, diese Runde hat ordentlich gebockt. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr die Flechette Crown vielleicht sogar öfter hier auf diesem Kanal sehen werdet. Auf jeden Fall upgradet sie mein bisher liebstes Schwitzer Loadout, welches ich das letzte Mal im 1049 Turnier gespielt habe, was auch schon eine Weile her ist. Aber gut, was haltet ihr eigentlich so bisher vom Event? Gefällt euch das neue Design mit den Pledgemarks und dem Sealed Cache? Ich persönlich finde es bisher deutlich besser als die zuvorigen, vor allem auch, dass man keine Pledgemarks mehr braucht, um sich die Event Trade zu holen. Aber mal schauen, wie es danach in ein paar Wochen aussieht. Schreibt mir auf jeden Fall gerne eure Meinung in die Kommentare. Und an sich, ihr kennt ja das ganze Prozedere, Kommentar und Like wären super geil für den Algorithmus, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und schaut auch gerne auf Twitch vorbei, Link ist in der Videobeschreibung. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss. Auf mich geht's kein Headshot.